2018 hat ein einzelnes Kraftwerk mehr Energie produziert als die größten Kohle- und Gaskraftwerke der Welt zusammen. Und anstatt begrenzter fossiler Brennstoffe nutzte dieses gewaltige Kraftwerk eine bewährte Quelle erneuerbarer Energie. Fließendes Wasser. Der 2,3 Kilometer lange Drei-Schluchten-Staudamm in China ist nicht nur das größte Wasserkraftwerk der Welt, sondern produziert auch mehr Energie als jedes andere Kraftwerk der Erde. Aber wie kann das Drei-Schluchten-Kraftwerk so viel Strom erzeugen? Und wie funktionieren Wasserkraftwerke überhaupt? Ein Wasserkraftwerk ist im Grunde ein gewaltiges Tor, an dem ein Fluss durch ein großes Rohr gezwungen wird. Das Wasser strömt durch diese sogenannte Druckleitung und bewegt die Welle einer Turbine, die einen Generator in einem angrenzenden Kraftwerk antreibt. Durch die rotierende Welle drehen sich Drahtspulen in einem Magnetfeld und erzeugen so einen konstanten Stromfluss. Da sich die Druckrohrleitungen jederzeit schließen lassen, kann ein Staudamm in regenreichen Monaten überschüssiges Wasser aufstauen und für Trockenzeiten aufsparen. So produzieren Wasserkraftwerke wetterunabhängig Strom und verhindern zugleich Überschwemmungen flussabwärts. Diese Vorzüge fand man in der chinesischen Provinz Hebei am Yangtze-Becken schon lange interessant. Dort kommt es in der Regenzeit, wenn der Yangtze anschwillt, häufig zu tödlichen Hochwasserereignissen. Pläne zum Bau eines Staudamms, der diesen gefährlichen Fluss in eine stabile Energiequelle verwandelt, gab es schon seit dem frühen 20. Jahrhundert. Als der Bau 1994 endlich begann, waren die Pläne gigantisch. Der Damm sollte 32 Turbinen enthalten, 12 mehr als der bisherige Rekordhalter, der südamerikanische Itaipu-Damm. Die Turbinen sollten zwei separate Kraftwerke speisen, die jeweils an hunderte Kilometer lange Stromleitungen angeschlossen sein würden. Der Strom aus dem Drei-Schluchten-Kraftwerk sollte bis nach Shanghai fließen. Die Kosten dieses Projekts für die Bevölkerung erwiesen sich jedoch als sehr hoch. Um den Staudamm zu bauen, mussten flussaufwärts über 600 Quadratkilometer Land geflutet werden. In dem Gebiet lagen 13 Städte, hunderte von Dörfern und über 1000 historische und archäologische Stätten. Durch den Bau verloren rund 1,4 Millionen Menschen ihre Heimat und die Umsiedlungsprogramme der Regierung wurden stark kritisiert. Viele sprachen sich gegen den umstrittenen Bau aus. Andere meinten jedoch, dass die durch den Hochwasserschutz geretteten Leben das Trauma der Vertreibung aufwiegen würden. Außerdem sollte die Anhebung des Wasserspiegels flussaufwärts die Schiffbarkeit des Flusses verbessern, wodurch Schiffskapazitäten erhöht und wohlhabende Hafenstädte entstehen würden. Mit Abschluss des Projekts im Jahr 2012 wurde China zum größten Stromproduzenten der Welt. 2018 erzeugte der Damm 101,6 Milliarden Kilowattstunden. Das ist genug Strom, um knapp 2% von China ein Jahr oder New York City fast 2 Jahre lang mit Strom zu versorgen. Das ist eine erstaunliche Menge an Energie. Dennoch hat ein anderer Staudamm, der nicht einmal halb so groß ist, 2 Jahre zuvor noch mehr Strom erzeugt. Trotz der Rekordgröße des Drei-Schluchten-Damms produzierte der Itaipu-Staudamm mehr Energie. Um zu verstehen, warum, müssen wir uns die beiden Faktoren ansehen, die die Energieleistung eines Staudamms bestimmen. Der erste ist die Anzahl der Turbinen. Das Drei-Schluchten-Kraftwerk hat die höchste Turbinenkapazität der Welt. Theoretisch kann es über 50% mehr Strom produzieren als Itaipu. Der zweite Faktor ist jedoch die Kraft und die Dauer, mit der das Wasser durch die Turbinen strömt. Der Drei-Schluchten-Staudamm überspannt mehrere enge, tiefe Schluchten voller Wasser. Die saisonalen Schwankungen des Yangtze verhindern jedoch, dass das Kraftwerk seine theoretische Höchstleistung erreicht. Der Itaipu-Staudamm hingegen befindet sich auf dem vom Volumen her ehemals größten Wasserfall der Welt. Auch wenn der Bau des Staudamms dieses Naturwunder zerstört hat, wird in Itaipu dank des konstanten Wasserflusses jedes Jahr mehr Strom erzeugt. Die Rivalität dieser Dämme dauert also an und andere Projekte wie der Inga Falls Staudamm in der Demokratischen Republik Kongo wetteifern auch um den Titel des leistungsstärksten Kraftwerks.
Ungeachtet dessen muss dafür gesorgt werden, dass solche Kraftwerke bezüglich ihrer Umweltauswirkungen genauso nachhaltig sind wie die Energie, die sie produzieren. Lerne mit diesen Videos noch mehr und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Verpasse nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.